Weiß. Vier Follower haben wir sogar schon. In unserem Livestream. Schau, schau. Ja. Geht ja. Warum wird mir da das Multipla. gerade offline angezeigt? Das kann ja nicht sein. Was? Sag, warum wird es mir noch als offline angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Du bist schuld. Ja, immer. Was? Wie laut der mehr damit hast du? Genau. Wer sagt, dass ich die Einladung annehme? Wäre auf jeden Fall hilfreich. Es sei denn, du möchtest nicht meine teamkameradmäßige Unterstützung bei den Rennen haben. Ja, das sowieso nicht. Soll ich schon starten? Jo. Suchen wir uns einmal eine Gruppe. Was hat der Bist du nicht Thüringer dann dabei? drauf gesagt? Bist du nicht dabei? Oh, jetzt Sagt bist du ja. dabei. Dann bist du überhaupt bei Runzen oder was? Ja, genau. Lord Schmetterhemd. Aha, Meister Lampe 82. Ist okay. Lauter Piefke. Ja. Und das Auto noch dazu. Nein! Das darf Gut, man ja wieder Ewigkeit warten. muss nichts heißen. Die Super Tourer sind eh okay. Ja, besser als die Super UTS. Ja. Griechenland, Obwohl, oder? mir Geld, gefällt die Gelder. Super UTS. Ja, man, sie haben was, aber ein Zweikampf in einer Kurve mit dem Ding oder generell Aufholjagd damit starten. Mit dem Ding musst du wirklich Ideallinie fahren, da gibt es keine Kampflinie. Okay. Zumindest geht es mir so. Na, wie lange brauchen die noch? Hockenheim fahren die da, oder? Ja. Die volle Strecken, oder? Na. Ist nicht die volle Strecke, die hat noch länger Spitzer, glaube ich, dran, die volle. Ja, glaube ich nicht. Wenn die richtige Hocken im Strecken, klar. Jetzt bauen sie einen Red Bull Ring aus, gell? Weiß ich gar nicht. Angeblich. Nein, ich habe gehört, der Matoschitz will den Red Bull Ring vergrößern lassen. Und wann ist da irgendwas geplant? Fast was? Ja, wenn dann wahrscheinlich nachdem sie am Red Bull Ring gefahren sind. Weil vorher, dann haben sie sich ja die Formel 1 zusammen. Ich weiß schon, aber meistens solche Planungen, ja, wenn es frühestens 2024 anfangen, ja, schön für sie. Jetzt nochmal dazu kommen, der Chromi, ich glaube schon, gell? Ja. Alter, ist fährt jetzt der Super Tour, also es müsste doch schon lang fertig sein. Also das Ding hat eh nur einen Motor und ein bisschen Blech rundherum. Bist du auch im Ding drinnen, im Twitch? Nein? Okay, dann ist das wer anderer, der dazu schaut. Wahrscheinlich der Daniel.
Also der Apple Crash. Apfel, Saft, Scholle. Es wird sehr spannend, während wir warten, dass wir endlich ins Spiel ins Rennen dürfen ins nächste. Ja, wahrscheinlich, weil die dann zurückkommen, kicken sie uns alle, ne? Ja. Es war also fast schon, sogar schon wert, dass wir da jetzt den Sprachchat aktivieren. Mhm. Weil jetzt verstehst du die Trottel nach. Achso, das war's. Ja, was müsst man sagen, Rumänien? Wir sind dabei, hey, ist was los? Ja, Wahnsinn. Der nächste Deutsche, der dazu kommt. Bei der Zuschauerliste sehe ich nur mich. Das finde ich einfach grenzgenial. Ja, vielleicht muss das irgendwie nur aktualisieren oder was? Geht mir auch nicht aus. Nein, es lädt eigentlich. Also er aktualisiert es jetzt mal, wenn ich die Zuschauerlisten lade. Zumindest habe ich so ein Ladesymbol. Okay. Wenn die Leute kennen, muss ich in den Chat schreiben, vielleicht liest das ja. Genau, sagt mal Hallo, wer ihr seid. Und wenn jetzt dreimal Hallo, wer ihr seid, kommt, dann mache ich den mal aus. Nein, kann nur zweimal, weil der dritte bin ich. Achso. Jetzt sind es nur mehr zwei. Das war ein zu viel, dass er Hallo sagen muss. Ey, schau nur, Österreicher. Jawohl. Ene. Jetzt sind wir dann bald in der Überzahl. Nein, nicht das Nuffels. Gut, das ist schon was. Austria Power! Sie sind mit dem Rennen endlich fertig, das heißt, jetzt geht's gleich los für uns. Und das Rennen beendet steht jetzt auch schon seit 30 Sekunden da. Ja, und ich glaube, maximal 60 Sekunden kannst du da stehen. Stimmt, ja. Ja, länger. Weil das Rennen beendet heißt, glaube ich, dass alle durch sind. Jetzt sind sie einfach nur unfähig weiterzudrücken. Okay. Was haben wir denn? Motorsport. Ja, sind wir wenigstens einmal einer Meinung. Mhm. Oder gleicher Meinung, sagen wir so. Na gut, die Jarama-Strecken ist auch nicht schlecht. Ja, da ist die Auswahl zwischen Not und Elend. Und wir sind beides. Psst. Muss ja nicht gleich jeder wissen. Du streamst, also. Das sehen sie ja eh gleich. Geh. Na gut, weiß der Lampe in die Ecke. Ja, sag mal ein bisschen was, wie ist unsere Strategy? Du haltest auf und ich fahr nach. Warum muss ich der Bremser sein? Du kannst es doch viel besser. So, nein, ich mach das ja fahrtechnisch wieder gut. Ist sowieso. Die Frage steht da gar nicht. Oder du schiebst das auf Zeiten und ich fahr in der Mitte durch. Nein, abgelehnt. Weil ich bin der Teamleader, also bist du derjenige, der es macht. Toll, ein anderer macht's. Absoluter Schwachsinn, du bist der Einzige, der einen gelben Ping hat. Du bleibst hinten. Ja. Ja. Darum starte ich jetzt auch vor dir. Ja. Es kommt dann irgendwann eine Kurve, also. Oh, und wir haben dann nicht einmal Max-Level-Autos, hä? Mein Gott. Geht um den Spaß, den ich mit dir den wir haben. Ich hasse mein Kopfhörerkabel. Dann zwick es durch. Und alle anderen Kabel, die sie bei meinen Raffen am Sessel einfangen. Ah, und mein Sessel sowieso. Immer stehen die Reifen im Weg. Gibt's eigentlich irgendwas, was dich heute nicht aufregt? Ich würde jetzt gerne sagen, ja du, aber es stimmt ja auch nicht, war ja auch gelungen. Also das Rennen haben wir nicht gestartet. Ja.
Bom, 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 bom. Okay, die können schon mal alle keine Kurven nicht fahren. Gut, gut zu wissen. Nutze ich das gleich mal aus, indem ich da mobile Banden aufbaue. Ah ja, aber schöne Lackierung der Bene, gell? Ja. Sicher Leihauto. Leihauto, da kommt der Kurven. Ah ja, danke! Ja, ich weiß jetzt nicht wer, aber ich glaube, das war der... Wer war denn das, der mir da gerade geschoben hat? Wo ich die Wart zurücksetzen müssen, obwohl es mir nicht eintrat hat, nur weil ich orange Lenkung gehabt habe. Obwohl die keiner berührt hat, oder was? Doch, doch. Achso. Bin ich rausgeschoben worden, aber Draht hat es mir nicht. Okay. Nein, mir ist dann einer seitlich noch ein voll rein, nachdem es mir eintrat, ein bisschen eintrat hat, dass ich ja voll eintrat bin. Ist nur eine Trager, gib's zu. Ja, das sowieso. Warum eine Zeitstrafe? Ich bin außerhalb der Kurven gewesen. Ja, wenn du die Kurven zu weit außen nimmst, kannst du jetzt da Zeitstrafe kriegen. Wolltest du noch ein bisschen warten? Wer ist denn letzter? Hm? Wer ist vielleicht letzter? Ah, du? Warum bist du letzter? Ja, weil ich zurücksetzen habe müssen, orange Lenkung. Zweiten auf den siebten in einer Kurve und ich komme einfach nicht mehr nach. Ah, der Chromi ist da so einer. Okay. Der hat nämlich gerade ein Dort Schmetterding rausgeschoben. Ich glaube, der ist jetzt disqualifiziert worden, weil das einfach stehen geblieben. Na, er fährt noch. Ich glaube, der wollte warten auf den anderen. Auf ihn will er warten, ich war schon der Letzte, der nachgekommen ist. Achso, hast du überholt schon? Ja, ja. Na, wenigstens wirst du nicht letzter, oder? Ja, hurra! Ein Schmetterhemd hätte ich schon ganz gern noch eingepackt. Den was? Ein Schmetterhemd. Achso. Ich hätte gern ein Treppchen. Ja, dafür musst du arbeiten. Aber jetzt fähig die erste Kurve zum Fahren. Ja, ich hab's mir auch gerade gedacht. Der Meister Lampe, der gibt mir vielleicht noch einen dritten Platz, wenn er so weiter fährt. Ja, macht er. Der kann nämlich wirklich nicht fahren. Er ist die Kurven gerade so rausgeschoben, Alter. Ja, da Schmetterhemd da. Kommst du noch vorbei, Meisterlampe? Ja, ich denke schon. Ein paar Kurven habe ich noch. Der Dave sagt Gary Smott. Ja, wieder. Wir haben ja einen Livestream wert. Ja, wenn wir genug Leute hätten.
Und einen Server? Ja, anscheinend wollen sie wieder einen Server mieten, was ich mitgekriegt habe. Okay. Darum fragt ja der Daniel und der Dave die ganze Zeit umeinander, wer alle mitmachen wird. Also, Dave weiß ich nicht, aber der Daniel hat mich halt jetzt schon ein paar Mal gefragt. Ja, sollen sie was machen? Ja, danke für den vierten Platz noch. In der letzten Kurve, Alter. Na klar. Hüfte der Windschatten auch nichts mehr, da bist du weit hinten. Da sind wir aber alle ziemlich knapp beisammen, bis auf Schmetterdings und Kromi-Dings. Mhm. Haben wir eine interessante Partie. Mhm. Ich hätte vielleicht auch noch ums Treppchen mitfahren können, wenn sie nicht am Anfang so angeschoben hätten. Ja gut, wenn sie uns am Anfang nicht so weggeschoben hätten, wäre es allgemein wahrscheinlich weiter vorn gewesen. Mhm. Du hast nicht so viel Plätze verloren, ich war Zweiter, bevor ich in die Kurven reingefahren bin. Ja, ich habe absichtlich ein bisschen zusammenbremst. Ah, es ist doch der Apple Crash, der zuschaut. Okay. Weil er mir gerade geschrieben hat, dass das bald wieder spruchreif wird. Ja, oh. Noch einmal Autodrom, oder? Nein. Was schreibt er? Genau, TTT wird bestimmt demnächst wieder was. Jetzt kann der Thomas selber ein Statement dazu geben, ob er mitspielt oder nicht. Du hast mich eh schon gefragt. Ja. Nein, nicht. Aber okay, ja. Classic Touring. Was haben wir denn da? Unsere Skyline. Ich könnte mir eigentlich sogar die Skylines lassen. Mhm. Wobei, das ist wieder die... Ist das die... Doch, der Bergabschnitt, oder? Ja. Toll. Nein, das ist nicht der Bergabschnitt, das ist die Japan-Strecke, die komische. Glaube zumindest. Ja, Okutama. Aber ich glaube nicht mit dem Bergteil. Ich weiß nicht genau. Die Version ist glaube ich ohne Bergteil. Werden wir gleich sehen, ich befürchte nämlich, dass das ist. Ist ja eh deine Lieblingsstrecke. Ja, eine von meinen Lieblingsstrecken, stimmt, genauso wie Spa. Was welche Strecken, dass ich vermisse? Hm? Wie hat die Kassel schnell vom DTM, unsere Lieblingsstrecken von Peppi, dir und mir? Die mit dieser geilen Links-Rechts-Kombination nach unten, die was bergab geht? Laguna Seca. Laguna Seca, ja genau. Die fährt mir da. Nein, überhaupt nicht. Die kommt bleiben, wo sie ist. Habe ich schon einmal erwähnt, dass man das alles reparieren fällt? Oft genug, ja. Mindestens genauso oft wie das, dass es noch immer keine Hupen gibt. Wie gesagt, ich brauche keine Hupen nicht. In den Schwung einfach mit. Du meinst, der spielt es eh, wenn du dann am Traum bist. So ist es. Man, hier nicht unbedingt, wenn er eine Vibration beim Controller aus hat, dann nicht. Ja, dann wird das optisch wahrnehmen. Wenn sich der ganze Bildschirm ruckelt und sein Auto sich überschlagt. So, die Skylines starten alle hinten. Okay. Den Weg, bip bip. Lass die Nissans durch. Aha. So ein blöder Arsch. Mir hat's gefallen, ich bin erst aber durch. Ja, ich glaube da, aufs Wort. Jetzt haben wir verbremst, schon zweiter. Ey Biene, selbes Land. Lass mich wieder vorbei. Fünf Runden haben. Wow! Irgendwie hat's hinten jetzt gerade gekriegt. Ja! Und er war mir fast reingeschossen. Ja? Betonung mit dem auch erfasst, ne? Ich hab's. So, jetzt darf ich zurücksetzen. Ah! Burgio, du Wichser!
Ich muss in der letzten Kurve immer viel zu viel bremsen. Wieso? Lass nicht, ich traue mich nicht mit dem Ding zum Driften. Puh. Wow! Aber der Bene fährt gut. Kann man nichts sagen. Ich mag die Strecken gerade überhaupt nicht. Hol dir dein Corona aus dem Kühlschrank, vielleicht hilft das was. Speed-Opa ist der Liste beigetreten. Was? Wenn der Fester Meister, keine Ahnung was rausgegangen hat, dieser Schmetter. Der ist auch schon wieder da. Ist auch wieder beitreten, habe ich gelesen. Ah, shit, jetzt habe ich den ersten Platz garantiert verhaut. Momentan viel zu viel. Ja, geht mir genauso. Das ist ja Unsicherheit bei den Kurven, ne? Ja. Man merkt, dass das eine Strecke ist, die wir nicht sehr oft fahren. Nein! Kriegst du die Meisterlampe noch? Nein. Oder doch? Nein, das ist überwunden. Was? Doch, den krieg ich noch! Nein! Radiei, du Arsch! Scheiße! Fast hätte ich gekriegt gehabt! Ich hab's gerade noch gesehen, bist du reingefahren bist in der Kurve. Ja, der ist auf einmal vor mir fast gestanden, hä? Ja, weil er wahrscheinlich eine Zeitstrafe gekriegt hat. Mhm. Aber das sind ja freundlicherweise noch ins Ziel geschoben, also. Ja, ja, er kann mich nicht einmal ausbroten, weil ich habe ihm sogar geholfen. Können schon. Nein, kann er. Darf er nicht. Können kann er. Kann sie mit dem Finger im Popo fahren und den braunen Punkt suchen. Wie gewählt ich mich jetzt ausgedrückt habe, kann jetzt gar nichts sagen, gell? Erinnert. Ja? Ich bin so faszinierend, wie man sich vorstellen kann, mit einem Finger zu sehen. Den braunen Punkt gespürst, glaub was. Okay. Hast du mit mehr Erfahrung als ich? Nein, ich hab's gerne dabei. Ja, jetzt kannst du nicht mehr ausreden. Hast mir du irgendwann einmal erzählt. Alter, jetzt reicht's aber dann. Der komische Rama-Kurs da, der kommt auch wirklich jedes Mal. Nie böder meiner. Na gut, zwei Leute schon. Ja, wir sind in der Überzahl. Austrian Power! Also. Ja. Und da komme ich den Zöge gar nicht mehr. Moment, KP? Aha. Bumm, sowas sind wir schon lange nicht mehr gefahren. Was hast du? Aber sie sind wenigstens Max-Level. Stimmt. Was hast denn du? Den Merzel, gell? Aha. Und den BMW, oder? Nein, das war ja. KTA. KC. Wo wir einen BMW gehabt haben. Und du hast den dann endlich einmal gekauft gehabt, weil ich dann jedes Mal um die Uhr angefahren bin. Yeah. Nü. Oh ja. Guten Zeiten. Aber falls der Daniel noch zuguckt, zum Thema TTT könnte man ja, also der Apple Crash, könnte man ja eventuell durch Livestreams das Ganze ein bisschen publiker machen dann, oder? Was hältst du davon?
30 Sekunden später. Wenn er so schnell tipseln kann, dann ja. Naja, weniger das, sondern eher die Zeitverzögerung in der Übertragung. Ja, was? Und dann muss er noch die Antwort schreiben, ja, oder? Ja, ich erwarte jetzt nicht, dass er irgendwie einen Aufsatz schreibt. So. Also im Bene auf jeden Fall ernst nehmen, der kann fahren. Mhm. Der Chromi. Pass auf einmal auf, wenn er hinter den einer Kurven ist. Okay. Den Burgio, ja, der ist früher Dritter geworden, warum auch immer. Der Meister Lampe startet als Erster. Nach der ersten Kurve ist er Letzter. Muss nicht sein. Was ist denn das, eine Kurve? Na, Bene! Früher hätte ich noch gelobt. Super, ich habe eine rasche Lenkung. Aha. Alter! Leute, da ist eine Kurve! Ja. Opa 98. Speed Opa, Opa 98. Bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ich will es gar nicht wissen. Aber was ist mit euch? Kurven und so fahren, oder? Ich kann echt am Kittel um mich eingeschnitten. Ich hasse diese scheiß Kurven da. Den Abbieger oder was? Diese links, rechts da. Meister Lampe ist schon draußen. Obwohl der eigentlich vor uns war, gell? Der ist als Erster gestartet. Ja, der war auch noch vor uns bis zum Schluss. Na, also. Ich hab die zwei die ganze Zeit von mir, die was dieselben, also der Automatik und der Bulgio. Achso, okay. Okay, und jetzt hat der Automatik den Bulgio rausgeschossen. Ja, warum rammst du mich weg? Wie geht's euch? Alter, den Burgio wähle ich jetzt raus. Okay. Er wird von dem Automatik... Ja, jetzt rammt er mich doch mal weg. Gut. Burgio kriegt ein Wort von mir. Ich unterstütze das. Weil ich sag, wenn er in Automatik wegrammen hätte wollen, der was ihm rausgeschossen hat, okay. Aber zuerst rammt er mich weg zweimal in der vorletzten Kurve und dann noch mit der Zügraden. Wird gelacht, wenn er dadurch einen dritten Platz auch noch verloren hätte. Ja, fast war er zweit gewesen. Ich meine, wenn er im dritten Platz auch noch verloren hätte dadurch.
Er ist nicht Dritter geworden, er ist nur Zweiter geworden. Er ist sogar noch Zweiter geworden? Ja. Ein Arsch. Jeder mit der Zielgeraden jetzt durch den Windschatten überholt oder mir nochmal gegen die Bande geschmissen. Also in den letzten drei Kurven hat der viermal absichtlich gerammt. Schaut, dass es keinen Chat gibt, in dem man irgendwas dazu sagen könnte. Ja, vor allem, er ist ja freiwillig gegangen. Ja. Acht nochmal nochmal Kummer. Mini Classic. Warum im Bene? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Vielleicht der Lord Schmetterhemd. Frage beantwortet. Oh Gott, der Speed Opa ist da. Ja, der war ja vorher auch schon da. Ich meine, ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber da war er. Echt? Ja. Ja. Ich habe extra gesagt, der Speed Opa ist zu uns in die Gruppen gekommen, vor dem Start noch. Achso, ich habe nur gesehen, dass es in der Opa 92 oder was, ja, genau. die Gruppe beigetreten ist und dann wieder gegangen ist. Aber Rennen davor ist der Speed Opa beigetreten. Okay. Oh, der Fabian ist im... Schaut uns gerade zu. Weil er jetzt gleich gerade gesagt hat, hallo Leute, wir sagen, tut mir leid, wir hören dich nicht. Hey, ich bin punktegleich mit dem Bene, wie habe ich das geschafft? Nur wahrscheinlich, weil er ausgegangen ist. Ich bin Dritter. Jetzt habe ich Angst. Ich starte hinter euch. Okay, hast du hin, aber... Jetzt hast du noch mehr Angst. Ja, vor allem 5 Runden auf der Strecke. In dem Abschnitt. Ja, wenigstens ist Inverse. Also ich brauche mir um der ersten Kurve keine Sorgen machen. Ja, das ist halt... Was ich hab gar nicht geschaut, wir fahren mit die Mini Classic. Wollt ihr jetzt erst auf? Okay? Ja, ich hab vorher nicht geschaut. Oder kehrt, wie ich gesagt habe, Mini Classic gehabt. Seit wann hör ich dir zu, Thomas? Ja, was weiß ich. Na, siehst. Die Hoffnung stirbt als letztes. Ja, du stirbst mit der Hoffnung. Wurscht, da kommen so Linkskurven, gell? Ja! Ich hab einen Speed-Opa am Arsch kleben. Arme her, es knitschen und 4 Autos vorne aus der Kurvenhose. Kannst du was gegen den Speed-Opa hinter mir machen? Ich häng an seinem Arsch. Okay, danke für dieses Kopfkino. Irgendwie habe ich das Gefühl, der wird mich gleich anal penetrieren. Schraubst? Ja. Oder ich warte noch bis zur letzten Runde.
Irgendwie tiffert man alle relativ gleich schnell sein. Ja. Das haben wir verbremst, das wollte zu. Aha. Ey, Opa, wir haben noch eine Runde, gell? Also jetzt nicht übermütig werden. Ja. Ja, ich hab's gewusst, dass du das probierst, ich nicht. Komm, du Wichser! Oh. Ja, für das kriegst du eine Zeitstrafe, du Sack, Alter. Bin die ganze Zeit so schön an euch dran gewesen, Alter. Du kannst gehen. Ich war den dritten Platz verloren. In den 666 Speed Opa, ja, also was tut mir weh. Letztes Rennen nach dem da. Ist in Ordnung. Wenn mal 40 Minuten oder 50, wenn es dann vorbei ist, Sprit verbraucht. Und dann schauen wir mal, ob wir noch Warships machen oder die Wische. Fabian hat sich gerade geschlichen, dafür ist der Daniel, der Junior, dazugekommen. Ja, muss ich ja dazu sagen, sonst weißt du nicht, wie wir machen. Ja, ja. Na komm, lass uns die letzte Strecken auswählen. Wer braucht denn da immer so lang? Sascha druck weiter. Hab ich schon lang. Brandsage! Ist mir ja richtig rum und vier Runden, juhu, gleich die volle Strecken. Bitte aber anders Auto, ja, weil nein, sonst fahren wir eine halbe Stunde dran. Doch, Katze! Nice. Die Franzosen gewinnen die Überhand, aber Österreich immer noch der Nase vorne. Genau. Was nimmst du? Eher ein BMW. Ah, ja, genau. Wo ist er denn, der depperte Biefke? Ah, wie? Hat sich eh geschlichen, die feige Sau. Der Chromi oder was? Ja. Blöde Mistratte. Ich hab's mal noch am Anfang des Rennens auch gesagt. Ja, der ist die ganze Zeit hinter mir biegt. Ich hab nichts dagegen machen können. Was soll ich da jetzt erzählen? Und dann hat er genau das gleiche gemacht wie der Speed-Opa bei dir. Er hat mich genau in einer Kurve ausgedruckt. Ja, ja. Aber nur so, dass ich nicht zurücksetzen hab müssen, aber zumindest den Anschluss an euch verloren hab. Wie das sich gehört. Und jetzt möchte ich aufs Treppchen, bitte. Warst du nicht eh gerade am Treppchen? Nein, jetzt bin ich gerade Väter geworden. Achso. Aber die ersten fünf Leute. Wie das sich gehört. Genau, und zum ganz hinten das letzte, die Franzosen. Zwischendurch mal keiner da! Okay, ne, er ist nochmal dabei. Solange der Xili Yang ist und nur der Yang. No? Hm? No? Bebe Requin? Möchtest du nicht mit? Ah. So, wie schaut es denn mit Reparaturmäßig aus? 98%, das ist okay. Ah.
Ach. Na komm, das sind ja alle auf der Strecke, lasst uns fahren. Bist du sicher, dass die in die richtige Richtung ist? Ja, passt. Also erste Kurve, du hast Speedoper und den Schmetterding hinter dir. Nein, machen wir nicht schwach. Wo ist der Sprachchat? Das ist eine Rechtskurve. Ah, scheiße Zeitstrafe. Das hat er gut gemacht. Wer? Also Der der vor dir. Automatik. Hinten jetzt gestoppt. Spannend. Ja, die Strecken kennen wir auswendig. Ja, oder die Bremspunkte führen wir wieder. Boah, der fährt da raus, Alter. Ja. Oh, der Fuhr ist auch geschafft, dass er mich überholt hat. Ich glaube, den zweiten Platz sollte man keiner nehmen, außer du. Nein, ich werde nicht zubekommen mehr. Naja, sag das nicht. Da hättest du jetzt in der Kurve voll verkacken müssen. Wir haben nur ganze Runden dann. Achso, ja, stimmt. Das Speedoper hängt mir am Buckel. Das hatten wir vorher auch schon mal. Na, vorher war es umgekehrt. Ja, aber damit war es ja der Chromi vorher. Ja, in der Kurven sollten wir doch ein bisschen bremsen, meine Herrschaften. Sonst gerade weitergefahren oder was? Ich hab nicht mehr gehört, wie sie mich schon da ausgezogen hat. Okay. Er gewandert, er muss mich in der Kurven ausgerechnet überholen.
Na gut, aber jetzt picken wir zwei Leute ziemlich knapp dran. Was ist auf der Minute? Kurven verlieren sie mich wieder. In der nächsten Kurve verlieren sie mich wieder. Oh, das ist schlimm, der Rasse. Na, für das kann ich die Kurven zu gut. Kohlgas. Von einem Franzmann. Ja, ich pick ja Männer hinten dran. Was aber schlimmer ist. Ah, Scheißdreck! Ja, das war jetzt zu viel. Jetzt habe ich es verspült. Ich kann mir so eine Endaufnahme anschauen. So ein Scheißdreck. Naja, wurscht. Muss doch wurscht sein. Ja, aber Adler ist ja noch. Na geh Bene, du Arsch! Was alles? So, dass ich so vor mir geschoben, dass ich erwischt, dass ich ihn erwischt hab und noch angeschoben hab. Ja, selber schuld. Was heißt selber schuld? Ich hab gar nicht mehr ausweichen können, so wie der in die Mitte reingeschossen ist wieder. Ein Kanadier. Ja, das ist vorher schon mitgefahren. Ja, ich bin gar nicht aufgefallen. Und der Maxi Mai ist auch wieder da. Nicht mehr oft. Also sehr, sehr oft immer dieselben Leute. So, jetzt wählen wir ihnen noch ein Arschloch Strecken aus. Und gehen wir raus. Genau. Ich denke so Spa-mäßig oder die Bergstrecken da oder irgendwas Blödes. No. So. Los jetzt nicht weiter. Panorama, ihr Bitches. Du bist wurscht, so gemein. Wurscht, was für ein Auto. Mann, Panorama muss gefahren werden. Du bist so gemein. Ja. Drei Runden auf Brands Hatch, das heißt, das haben wir schon nicht schwache Autos. Klassik. Ja. Okay, Season Party verlassen. Bye bye. So, kurze Rauchpause und dann geht's mit, je nachdem, was du heute machen willst, leider. Ja, wenn wir eine Stunde haben, machen wir Division, da würde ich sagen. Okay. Dann bis gleich in Division. Ja.
So, da. Geht bei dir auch gerade die Welt unter? Okay, ist nicht am Mikro. Leider, sie kann ihm jetzt nicht einmal schimpfen, weil er sieht das dann nachher alles in der Aufnahme. Wieder da. Ah, jetzt ist er da. Sehr schön, WW. Verbindungsaufbau, was ist jetzt los? Bist du schon drin? Ha? Ja. Okay, ich noch nicht. Da bist du ja auch Schwachstelle. Ja, du mir auch. Nur gegen Bezahlung hatten wir schon mal. Jetzt sind wir zumindest schon so weit, dass wir es wenigstens gegen Bezahlung machen. Ja. Freiwillig, ich greife den nicht auch. Einen Techflügel müssen wir da zwischen machen. Können wir machen. Hol ich mir Munition? No. Bleibt es denn? Das frage ich mich auch. Ah, jetzt funktioniert's. Naja, ich hab zuerst den Ladebildschirm nicht gekriegt, sondern das ganze Zeug gestanden, Verbindungsaufbau. Aber jetzt geht's. Ja, schön. Ach, wie langweilig es doch ist. Oh. Und Ladebildschirm. Juhu. Hätten Sie sich ja irgendwas anderes einfallen lassen können. Was denn? So, jedes Mal ein Ladebildschirm hast, wenn du einer Gruppe beitrittst. Ja, weil du meiner Instanz damit beitrittst. Ich Jeder weiß hat einen schon. Instanz eigens instanzierten Bereich und sobald ich dich in die Gruppen einlade, trittst du sozusagen meinem instanzierten Bereich bei. Hat beitreten gesagt. Ja, aber nicht eintreten. Oh, er hat eintreten gesagt. Ach so, apropos, warte mal, ich muss einmal kurz in meine Base reinschauen, ich habe da irgendwas gekriegt heute. Jetzt will ich wissen, was und wo vor allem. Ich denke mal beim Belohnungshändler. Vielleicht. Was es ist, ich will es haben.
Du kriegst es nicht. Meins, 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 meins. Erik und alles. Sehe ich nichts, dass ich da etwas erhalten hätte. Muss ich mal nachschauen, wo ich das abholen kann. Wurscht, ich komm wieder raus. Ich warte hier. Ja, dann wart weiter. Ja. Schön gesagt, extrem schwer zu schreiben. Beim saftigen Abgang. Und noch viel schwieriger zum Buchstabieren. Naja, das geht's. Überhaupt hier? Zur Gnadenlieferung da fuhren gleich. Okay. Siehst du das nicht, wann ich ein Ziel markiere? Ich habe jetzt gerade kein Wegpunkt-Ding. Achso. Deswegen. Hey! Da ist irgendwas. Wo, was? Achso, ja. Einsatzbericht. Also, was wirst du später machen, wenn das alles vorbei ist, meine ich? Ich finde das leider, dass ich das kriege, aber du nicht. Haha. First time for everything. Ich zeige ihm, wie wir es an der Ostküste machen. Markierte Position in der Nähe. Hier ist Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Ja, ich sehe ja, dass sie Feindkräfte nähern. Oh. Na, haben wir es dann bald? Ich hätte nichts dagegen, sie zu haben. Hey, perfekt. Ja, 30 Sekunden noch. Da hinter der. Na, kommt der eine an, der Führer? Ich hätte nichts dagegen, Sie immer mit dabei zu haben. Sparrow 3 hier. Sind an Ihrer Position und startbereit. Ja, Mission abgeschlossen, oder? Na, restliche Gegner, das sind nur drei. Jetzt haben wir's. Gegner neutralisiert. Da, grüne Sachen sind gedroppt, das taugt mir. Gut, komm her, kriegst du meinen Heal ab. Gegen sie möchte ich nicht kämpfen. Ist das daneben geredet, oder was? Ja, aber ich habe eh selber auch nicht erwischt. So, was machen wir als nächstes? Wo sind wir denn da? Oh mein. Die Stromversorgung ist eine unserer Top-Prioritäten. Und unsere beste Chance auf eine sichere Stromquelle ist die Leitung durch die Pathway-Baustelle.
Ein kleiner Trupp unter dem ehemaligen Pionier Paul Rhodes hat die Aufgabe übernommen. Sie sind nicht wieder rausgekommen und ihr Funk ist tot. Sichern Sie uns den Strom und holen Sie Rhodes daraus. In der Reihenfolge. Eins ist wichtig, das andere essentiell. Sarah wollte die Baustelle als Massengrab nutzen, was das Interesse der Cleaners daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt, aber tun Sie, was nötig ist, damit Rhodes uns den Saft wieder andrehen kann. Das heißt, falls er noch lebt. Hilfsrelais lokalisiert. Ziel erfasst. Unterebene 3. Schön ist in die Explosion gelaufen. Ja. Doch, da unten ist noch einer. War doch noch einer, oder? Nein. Schaut nicht so aus. Ich glaube, wir haben alle. Go, go, go. Doch, da unten ist noch einer. Und das war's schon wieder. Lol. Rhodes ist nicht gerade unser Wunschkandidat. Er hat das nötige Fachwissen, aber es heißt, er sei exzentrisch. Was eine nette Umschreibung für paranoides Arschloch ist. Ich weiß nicht, was sagt auf Englisch, aber auf Deutsch ist er witzig, der Dialog, zeitweise. Ja, auf Englisch kommt er noch besser. The nice way to say he's a paranoid jackass. Super, beide zu selben Zeit nachladen, ne? War jetzt aber Overkill, noch die Haftgranate nachzuschicken. Hey! Ich hab's auch noch nicht zündet gehabt. Der explodiert gleich. Die Mission kenne ich. Ja. Ich sag nur Aufzug. Welcher Aufzug? Oder die kommen jetzt noch hinten. Ja. Wo ist da hinten? Teams der Cleaners vor Ort sind. Sie wollen die Infektion ausbrennen, und zwar inklusive der Leute, die versuchen, sie aufzuhalten. Aber was hat er von da hinten also, da kommen? Sie arbeiten in Teams. Nahkämpfer? Ja, ich sehe es. Oh. Okay. Na komm, auf. Keine Überlebenschance. Keine Überlebensberechtigung. Mit dem Projekt sollte das U-Bahn-System ausgebaut werden. Kann der mit den Papen halten? Öffentliche Bauten in New York folgen ohnehin ihrem eigenen Zeitplan. Aktivieren Sie das Energierelais. Bestätigung. Lokalstromnetz online. Wer da eben das Licht eingeschaltet hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Hier, Fader, ich misch mich kurz ein. Die Hilfe ist von uns, Rhodes. An wen auch immer. Machen Sie sich auf den Weg zum Sekundärrelais. Und sobald Sie Leichen sehen, setzen Sie schnell die Maske auf. Sonst sind Sie tot. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Gott, ich hab's umgehauen, hast du gesehen? Ups. Granate.
So, ich geh da mal auf zu denen da. Ich mach Headshots von da unten. Aktivieren Sie das sekundäre Energierelais. Idioten. Es werde Licht! Da hinten haben wir wieder Munition zum Nachfüllen. Glauben Sie, dass Sie mir helfen können, wenn ich Ihnen sage, wie? Welche Hilfe Sie auch brauchen, Sie werden sie bekommen. Gut, weil ein paar Relais-Module ausgewechselt werden müssen. Und nicht das jetzt. Und das mit diesen Sicherungen da reindrücken, oder? Genau. Kommt noch einer von da hinten. Ja, von oben kommt da. Und ich dort gerade noch. Okay, hast du ihm die Schütte kaputt gemacht? Ja. Ich glaube, das war's aber schon wieder. Da unten steht noch einer. Ah ja, sehr gern. Wird. Passt. Kein Spannungsabfall mehr in Lower Manhattan. Noch ein paar Aktionen wie diese und ihr seid im Geschäft. Ich glaube, das war's. Ach, keine Munition. Das waren Sie. Ich nehme schon welche mit. Dachte ich mir. Ich glaube, dass sie jemand gehört haben könnte. Kontaminiertes Gebiet. Nicht schießen, lass den verbrennen. Okay, mal runter. Da, ganz da hinten ist da noch einer. Ja, der versteckt sich auf der drüben hinten. Ah, jetzt kommt der Vierer. Wow! Machst du meinen Scan? Hat nicht. Okay. Jetzt wird... Granate! Jetzt muss ich warten, bis das Feuer weg ist. Verbinden Sie das sekundäre Energierelais. Oh, wo ist denn da noch? Da. Auto. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Warnung. Oi. Feinde nähern sich ihrer Position. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Was denn? Wenn es wieder alles weiß. Achso. Wenn wir jetzt auslocken, wieder reinkommen, bin ich dann mit bei dir oder? Ich denke schon, ja. Hundertprozentig sagen kann ich das nicht, aber ich glaube schon. Warte nur, bis wir die Gruppen da down haben. Mhm.
Hinter Deckung oder so? Was? Ja, der ist hinter einer Deckung. Okay. Ja, dann relocker mal, oder warte mal, vielleicht geht reload. Na. Einfach auf abmelden. Oh. Na, flieg's Leute. Ganz aus. Okay. Gut, solange du mal drinnen bist, kannst du mich einladen. Ja. Kann ja nachlaufen. Genau. Weil beim Bosskampf dann ist recht, recht uncool, wenn ich nicht sehe, wo ich hinlaufe. Das ist richtig, ja. Ich brauche mal neue Grafikkarten für den Rechner. Jetzt mal lassen wir KAMD reden. Ich will auch Shadowplay haben, aber das wahrscheinlich nie nutzen wird. Prozent hat er schon. Hast du Lust mehr? Yep. Schalt F2. Und schon wieder Ladebildschirm, herrlichst. So, bin ich da? Bin ich. Ja. Ich kann nicht so weit weg. Nicht so gut. Halt dich endlich um. Oh. So, jetzt reicht's. Jetzt muss ich da ein bisschen mitwirken. Ich bin ein bisschen überwältigt worden von so viel. Aktivieren Sie das Energierelais. Na, passt doch. Was? Da draußen können wir Munition nachfüllen. Ich brauche, um die Sache abzuschließen. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Doch auch. Warten Sie kurz. Warte. Jetzt kommen wir. Ja, dann dreh's leiser. Kleines Update von mir. Es wird gleich echt schnell echt dunkel. Heil dir vielleicht noch mal, ja? Also wird alles für eine Minute runterfahren. Leck mich am Arsch. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurricane hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese
Diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Biester, aber vielleicht haben sie... Also die erste kostenpflichtige Erweiterung dürfte anscheinend im Juni kommen. Hm? Was sagt man dazu? Jedoch. Scheiße, Klinas. Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Nein. Sonst niemanden vor Ort. Dann sind es Kleiners und ich bin am Arsch. Weg von da. Na, Kämpfer. Grenade! Sag, warum weichst du aus? Na, stirb doch endlich! Ey, meine Aufgabe. Geht von selber. Ich wollte eigentlich ohne die Wecker fahren. Ja, ja. Und dachte, hab, nimm den anderen Aufzug, du Arsch. Der nächste Ladebildschirm, yay. Agent, das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein. Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. Rhodes ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte. Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. Ich bin einfach aus dem Weg. So, was machen wir als nächstes, wenn wir schon da sind? Nö. Oh, wenn wir uns da gleich das JTF-Nachschubsdings, die Bombs, die da hinten. Aufgeschossen. Na, bleib stehen. Ohne Sie
Ah, mit dem müssen wir reden. Jetzt müssen wir ihn verteidigen. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Erste Position doch. Meine gefällt mir. Jetzt wahrscheinlich hinter uns, oder? Na, kommen näher wieder von da vorne. Na, wo bleibt's? Hoppala! Ah, GTF-Nachschub erledigt. Gut, dass sie aufgetaucht sind. So, haben wir noch was in der Nähe? Hab mal falsche Tasten. Da okay, müssen wir schauen. Ja, ist ja gar nicht so weit weg. Gerade wieder um. Um dran? Ah! Was ist jetzt oder ist da noch einer? Da hinten glaube ich sind noch welche, oder? Nein. Doch. Ich kann nicht dazu, oder? Nein, ich glaube die gehören in, das ist halt eigene Gruppen. Heil dir mal, ha? Damit du Schutz und kostenlose Mahlzeiten kriegst? Nein, nein, tut mir leid. Also reiß dich zusammen, sonst... Schön hat er das gemacht. Ja. Ist zwar nicht gesehen, aber gehört. Da hinten ist er. Okay. Zivilisten sind jetzt sicher. Geschmeichte, du Pfeifen! Nicht schnell was geschaut. Oh, ich habe mich nicht bewegen können. Achso. So, warte mal. Da den Nebeneinsatz mitmachen, zurück in die Operationsbasis. Aber ich bin ehrlich froh, dass du da draußen bist und nicht ich. Denk Munition aufladen und so. Die meisten Menschen, die mit so vielen schwer bewaffneten Gegnern konfrontiert werden, würden das nicht überleben. Ich übermittle die Koordinaten. Ah, oh, davon sind schon wieder drei. Wohin soll ich? Dem Pfeil nach. Dem Pfeil nach. Was soll man denn gewiss eine Mission da machen? Oh, okay. Ja, die Mission da. Nebeneinsatz, Nachschublieferung, Tenneblaser. Pennblaser. Okay. Pennerblaser.
Laufen. Warnung, eintreffende Gegner. Na, wo ist das nächste? Warnung. Denken wir es doch. Denken wir es doch, dass das nächste sein wird. Warnung. Ware wird beschossen. No? Warnung, ja, da ist er da. Eins noch oder? Na, ja, eins noch. Ich rette es nur einmal. Dann also zurück, ne? Aber mhm. Auch, weil ich an dich glaube. Gute Arbeit. Also, da ja. Her. Hm? Ah, verklickt habe ich mich gehabt. Achso. Oh, was ist da? Kurze Rauchpause. Mhm.
besseren Preis. So, wieder da. Maybe. Jetzt fängt es schon wieder an mit dem scheiß Bildschirm. Man kann anscheinend übers Uplay direkt da übertragen auf Twitch. Okay. Die Nutzung von Twitch in Uplay benötigst du ein Twitch-Konto. Ja, sollte machbar sein. Hey, sehen Sie sich das an? Was können wir dann das nächste Mal probieren? Einsätze entdeckt. Ja, das suche ich mir jetzt aber nicht nur einmal an. Den Typen. Ich muss auch sagen, ich bin für heute raus. Okay. Jetzt müssen wir sowieso nochmal neu abmelden und anmelden, weil es wieder alles weiß wird. Das sollte gehen. Das nervt. Ich weiß, ob du es noch eine halbe Stunde was machen willst. Wir können die Infrastruktur überwachen. Nur eine halbe Stunde, 20 Minuten, wenn dann aber es zahlt sich nicht mehr großartig aus. Beim nächsten Mal können wir dann gleich versuchen, das mit dem Ding zum Streamen. Duple selber. So, jetzt schauen wir noch. Ich glaube, ich habe eine Scar-Krieg, die ich benutzen kann. Präzision. Präzision aus der Hüfte, wer braucht den Scheiß? Uns keine Zeit mehr aus. Ja, für Scharfschützengewehr, klar. Auf jeden Fall. Ja, wurscht, habt ihr einen roten Laser einmal drauf. Ja. Na, erweitert das Magazin, wie ich da kann's. Wieso ist da immer nicht immer gut? Naja, für Scharfschützen quer. Da habe ich es lieber auf der K drauf. Ja. Gut, dann wünsche ich schon mal ein gutes Nächtle an, wenn wir noch Zuschauer haben. Nö. Hast du alle verjagt? Ja, genau. Ja, Daniel und der Fabian spielen lieber bei Culling. Die werden wahrscheinlich gerade aufnehmen. Soll wieder eine platzen? Gern den nicht her, aber wie es willst. Ja, dann einen schönen Abend und ich bin dann auch. Tschüss und Baba. Ja, war schön.